Ich habe wieder ein neues Buch geschrieben. Also ein ganz dickes ist es. 300 Seiten, ziemlich eng bedruckt. Ich weiß gar nicht, wo das herkam. Das kamen so verschiedene Einsichten, die flossen herein. Hier hinten steht ein Buch gefüllt mit vielen klugen Gedanken und tiefer Weisheit. Also, weiß nicht, ob das stimmt. Ich schreibe einfach und freue mich, wenn das so rüberkommt. Also, was ich hier habe, ist erstmal etwas Biografisches. So ein bisschen, ich wurde gefragt von Eva Rosenfelder, eine Journalistin, über die Lebensbilanz. Ich merke, ich werde jetzt ein bisschen älter. Und was ich so im Leben, was ist meine Bilanz? Ist alles Merdalor oder sinnlos? Oder wie ein Onkel von mir sagte, was für einen Zweck hat das Leben gehabt? Gar keinen. Also sowas finden Sie nicht da drin, denn ich denke, das Leben ist voller Bedeutung. Das Leben ist ein Abenteuer. Und in dem biografischen Teil habe ich ein bisschen mehr über einige der Abenteuer geschrieben. Dann selbstverständlich Pflanzliches. Da ist eine meiner neuen Entdeckungen, eine meiner Lieblingspflanzen, die Seidenpflanze, die ich da sehr populär machen will. Pilze sind keine Pflanzen. Pilze, schreibe ich da auch, sind Wesen der Dunkelheit. Sie fliehen dem Licht. Sie machen keine Zellulose wie normale Bäume. Sie nehmen kein Licht durch Photosynthese auf, sondern sie gehören zum abbauenden Teil des Lebens. Ja, solche Sachen. Dann ein bisschen über den Löwenzahn. Da fragen sich Leute, warum Hildegard von Bingen und die ganzen Kräuterkundigen im Mittelalter den Löwenzahn gar nicht erwähnen, obwohl der überall ist. Also hier dahinter eine ganze riesen Löwenzahnwiese. Und es stellt sich heraus, dass das Wort Löwenzahn relativ neu ist, ein schriftdeutsches Wort. Und da gibt es 500 verschiedene Namen für den Löwenzahn im deutschen Sprachraum. Kuhblume, Säuliblume, Schweineschnauze, Pusteblume, das sind nur ein paar. Und in einem Dialekt in Westdeutschland, im Rheinland, da heißt es Daunern oder Dauerten oder Sommerdauern. Und Hildegard von Bingen hat eben die Dauwurz. Und passt genau zu dem Löwenzahn. Darüber habe ich geschrieben. Neben dem Pflanzlichen, das ist auch Tierisches. Habe ich über Tiere geschrieben. So über die Pferde, über die tiefe, tiefe Seele der Pferde. Wenn man in ihre Augen schaut, man schaut in eine unendliche Tiefe. Pferde sind wie das Sinnbild der Demut, der Dienstmütig, also den Mut zum Dienen und was die Pferde mit den Menschen alles durchgemacht haben. Selbstverständlich sind Hunde auch dabei. Als ich noch studierte, da hieß es im Neolithikum, also als die Menschen Bauern wurden, da wurden dann die Hunde domestiziert. Das stimmt überhaupt nicht. Wir haben jetzt Ausgrabungen, wo es also von der Gravettienkultur vor 30.000 Jahren, das sind Mammutjäger gewesen, die haben ganz klar Hunde gehabt als Gefährte. Und Isotopen der Knochen zeigen, dass die Menschen Mammutfleisch gegessen haben, aber den Hunden das weniger gut schmeckende Rentierfleisch. Und das ist 30.000 Jahre alt. Das wurde in Mähren gefunden, in Primošti. Ja, und was? Ach, die Frösche. Ja, genau. Die Frösche. Regenzauber und die Kraft der Frösche. Das sagen ja die Indianer, besonders in Südamerika, dass jedes Wesen einen Power hat, eine Macht. Und die Macht der Frösche ist, den Regen herbeizusummen, zu singen und brummen und quaken. Nun, jetzt, ihr seht, das ist alles trüb und nass. Es hat geregnet.
Es ist jetzt gerade, sind die Eisheiligen. Wir hatten sogar Schnee, 5 Zentimeter Schnee. Alles war bedeckt. Und davor war es unglaublich trocken, lange trocken. Die Saat in meinen Beeten ist teilweise vertrocknet. Und ich hörte, wie die Frösche im Teich und die Waldfrösche quakten und pfiffen. Und hatte wirklich das Gefühl, sie beten den Regen herbei. Das ist der Frosch-Power. Darüber schreibe ich ein bisschen. Und auch über den Versuch, das Wetter zu beherrschen. Da gibt es auch bei den Naturvölkern, da gibt es Gebete, Verbindung mit den Wolkengeistern. Und wir modernen Menschen haben ja auch machen den Versuch, besonders das Militär macht den Versuch, das Wetter zu kontrollieren. Also das ist Tierisches, ist da. Und was haben wir da noch? Reiseschuhe nenne ich das, von verschiedenen Reisen. Reisen in Südafrika, wo ich auf einem Muti-Markt in der Nähe von Soweto, so ein Markt, einheimischer Markt, da war ich mit einem Rosa, also das ist der Klick, das Klick in der südafrikanischen Sprache, bei einem Rosa Häuptling, der hat mich da durch den Markt geführt und da saß ein Kräutermann, weiß angemalt, ein Zeichen, dass er zu den Geistern gehört. Dass er nicht nur in dieser Welt ist, sondern auch in der Welt der Geister. Und er hatte wunderschöne Kräuter. Und neben den Kräutern waren Tierteile. Da waren Klauen und da waren Stücke von Löwenmähne und also ja, Zähne und dergleichen. Es roch nicht gut, aber die werden mit den Kräutern gekocht, um ihnen Kraft zu geben, um ihnen Zauberkraft zu geben. Und ein Riesenhaufen war da von einem grauen, duftenden Kraut und ich wusste nicht, was das ist. Und da fragte ich den Rosa und er sagte, oh, das vertreibt die Teufelgeister. Und da dachte ich, ja, das ist gut, da kaufe ich mir was. Und habe das ins Auto getan und überall, wo ich hielt, haben die Eingeborenen gefragt, oh, ich sehe, du hast Epfefo, kann ich ein bisschen haben? Da habe ich immer gesagt, da müsst ihr erst mal sagen, für was ihr es verwendet. Ja, um die Ahnengeister zu erfreuen, um böse Geister zu vertreiben, um Kraft zu kriegen. Und so lernte ich langsam, was dieses Epfefo-Kraut ist. Und das ist eine Art Immortelle. Das ist wie das Currykraut, ist verwandt, das in Italien zum Beispiel ist. Ja, und dann die Pilgerreise um den Kailash. Auf 5600 Meter hat es gerade frisch geschneit. Und es war wie, und wir hatten, ich und mein Freund, der Konrad, wir waren da unterwegs. Wir hatten gerade Durchfall und Gott, wer weiß, was für Krankheiten hinter uns. Das hat die Seele so aufgelockert, dass man anfing, in die andere Dimension zu blicken. Ja, auf dem Kailash, auf der Höhe und dann noch vorher krank gewesen sein, das lockert die Seele und wir fingen an, tatsächlich die Götter und Geister durchschimmern sehen. Sogar die Steine fingen an, wie zu wabbern und glühen und zu sprechen. Da habe ich erst dann erfahren, was die Esoteriker sagen, dass man mit Steinen sprechen kann. Aber sagt es keinem Psychiater. Also das wird alles hier erklärt. Oder in Mexiko, da hatte ich gerade einen Zahn gezogen, mir ging es wahnsinnig schlecht. Ich schlaf ein und sehe, das ist so ein lebendiger Traum, und sehe einen alten Mann da sitzen. Ich denke, das ist mein Freund, der alte Chemiker Albert Hoffmann, und gehe hin und sage, Albert, Gesicht dreht sich um und da ist alles Eiter und Schleim und er berührt mich. Da war ich also wirklich krank. Ich wusste nicht, was mit mir war. Ich konnte mich dann gar nicht mehr bewegen.
Nach 2 Wochen sah ich draußen einen Baum. Ich dachte, na, den Baum, den kenne ich doch. Das war der Neembaum, den man in Indien verwendet, ein natürliches Antibiotikum. Und ich habe dran gekaut und es dauerte nicht lange, ich war wieder fit. Aber das sind so Fähigkeiten, die wir Menschen haben, dass wir über das Alltägliche, über das Mundäne hinausgehen können. Also, dass die Seele hineinreist in andere Dimensionen. Das gehört zu uns. Nur die Hauptsache ist, dass man wieder zurückfindet in die Mitte und dass man seine Vernunft und seinen Verstand und seine klaren Sinne bewahrt. Also über solche Geschichten, da habe ich hier geschrieben. Hier habe ich Heilkundliches, das ist auch interessante Sachen drin. Es wird eingeführt mit einem Spruch von Eugen Roth: Was bringt den Doktor um sein Brot? A. Gesundheit, B. der Tod. Darum hält der Arzt auf, dass er lebe uns zwischen beiden in der Schwebe. Doch gut, oder? Also da könnte man ein bisschen vorsichtig sein, anstatt in der Schwebe zu bleiben, gleich anfangen mit den heilenden Kräutern. Da gibt es genug. Und dann Gartenzwerge. Für einige sind das einfach Gipsstatuen, aber Gartenzwerge sind einfach ein Sichtbarmachen der Kräfte und der Seelenkräfte auch, die in einem Garten oder in der Natur wirksam sind. Das ist, hat nicht, ist, ist überhaupt nichts Spießiges. Spießig ist zu denken, Gartenzwerge sind spießig. Das ist genau wie hier in der Kirche oder Kapelle. Da ist die Maria, die Leute beten ja nicht das Holz an oder das Kunstwerk, sondern auch das deutet und zeigt in die metaphysische Dimension. So eine Maria oder der Heiland am Kreuz, das sind Tore zu Seelentiefen. Also, und diese Tore, wie man die aufmacht und was man erleben kann, das erzähle ich auch hier. Ja, und eine ganze Menge Kunterbuntes noch. Also wie gesagt, von dem Blutmond erzähle ich und von warum man überhaupt Rituale machen muss. Und ganz wichtig am Ende, dass die Erde keine Maschine ist, sondern die Erde ist ein Organismus, ein riesen lebendiger Organismus mit Rückkopplungseffekte, die ein homöostatisches Gleichgewicht behält. Das Meereswasser wird nicht salziger, egal wie viel Salzflüsse da hineinfließen, sondern es hat Mechanismen, da sind kleine Planktone und Lebewesen, die das Salz entsorgen, indem sie Sodiumchlorid spalten und Chlorid geht hoch. Also wir leben in einer wunderbaren Welt, in einer lebendigen Welt, die wir nicht vollkommen mit unserer naturwissenschaftlichen Methode erfassen können. Naturwissenschaft wichtig, ganz wichtig, das ist eine Dimension, aber es geht weit darüber hinaus und da ist das seelische Wahrnehmen, nicht nur das Rechnen, Berechnen, Messen, sondern auch unsere Seele ist ein Wahrnehmungsorgan, die notwendige Information über die Welt gibt, in der wir zu Hause sind oder sein sollen. In diesem Buch geht es um eine Versöhnung mit unserem Leben als beseelte Wesen auf der Erde, mit unseren grünen Verbündeten, mit den Tieren, mit den Pflanzen, mit den Jahreszeiten, mit unserem Lebensalter, mit Geburt und Tod, mit den ganzen Wundern, die da sind, aber wir oft zu dumpf sind, dass wir es nicht sehen. Und deswegen habe ich das Buch geschrieben, also wirklich ein dicker Brocken mit ganz unterschiedlichen Essays. Es ist ein Lesebuch. Man kann irgendwo anfangen in der Mitte, man kann es rückwärts oder vorwärts lesen. Und 300 eng gedruckte Seiten, schon allerhand. Da kann man hier
Da kann man noch weitere Lockdown verkraften, wenn man sowas zur Hand hat.